Liebe Nicole, vielen Dank für die einführenden Worte und ich bedanke mich natürlich herzlich für die Einladung von Thomas Stöllner, dass ich mal hier auch in Bochum etwas über die Städte von Herxheim erzählen darf, was ich jetzt auch gleich machen werde. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie alle geborene Wandkeramiker sind, deswegen gibt es als erstes einen Schnellritt durch die Wandkeramik, die tatsächlich eine der weit ausgedehntesten Gesamtkulturen des Neolithikums in Europa sind. Sie sehen hier auf der Grafik die erste Ausdehnung. Eigentlich kommen die frühesten Ackerbauern so aus dem Südosten und etwa ab 5600 ziehen sie dann längs der Donau, aber auch über die Mittelmeerschiene dann nach Mitteleuropa. In der größten Ausbreitung, so ab 5300, haben wir tatsächlich fast vom Schwarzen Meer bis ins Pariser Becken auf etwa 70.000 Quadratkilometern hier Wandkeramik, und zwar überall dort, wo sich Lössboden findet, den bevorzugen sie für ihren Ackerbau, den sie dort betreiben. Tatsächlich bringen diese ersten Ackerbauern in das bis dahin mesolithische, also von Jägern und Sammlern bewohnte Mitteleuropa, alle möglichen Kenntnisse mit, nämlich die des festen Hausbaus. Sie legen also Siedlungen an, so etwas gibt es hier vorher nicht. Sie wissen, wie man Keramik herstellt, ein Material, Ton, das natürlich für Jäger und Sammler höchst ungeeignet ist, weil Keramik zerbricht leicht, wenn man sie im Meer transportiert. Aber in festen Häusern und festen Siedlungen ist das natürlich für alle möglichen Arten von Vorratshaltung, zum Kochen, zum Essen und so weiter eine ganz wichtige Sache. Geschliffene Steinbeile gehören auch in das Gepäck der frühen Ackerbauern. Große und kleine zur Holzbearbeitung, aber natürlich auch mal als Waffe zu nutzen. Wenn der Nachbar einem die Kuh gestohlen hat, dann kann man ihn damit ganz prima auf den Kopf schlagen. Davon zeugen übrigens auch eine ganze Reihe von Kopfverletzungen, verheilter, aber auch mal tödlicher, die wir in Gräbern der Wandkeramik finden. Diese frühen Ackerbauern haben im Gepäck ihr eigenes Vieh, das tatsächlich nicht hier aus den Wildformen in Mitteleuropa entwickelt wurde, wie wir mittlerweile durch viele, viele DNA-Untersuchungen wissen. Sie bringen also Schaf und Ziege, die eh in Mitteleuropa keine Vorläufer in der Wildform haben, mit, aber ebenso auch ihre Rinder und die Hausschweine. Und sie bringen auch das Saatgetreide mit, das sie dann hier auf großen Feldern rund um ihre Dörfer anpflanzen. Das wichtigste Grundnahrungsmittel sind eben Emmer und Einkorn, frühe Weizenarten. Wir wollen heute nach Herxheim. Wo liegt Herxheim? Das ist ein ganz kleiner Ort, deswegen habe ich Ihnen mal zur Orientierung hier so ein bisschen eine Karte mitgebracht. Da oben haben wir Speyer und südlich davon in der Nähe von Landau liegt das 6000-Seelendorf Herxheim hier unten. Und genau dort, wo ein Kreisel gebaut wurde, hier in dieser Fläche, die heute ein großes Gewerbegebiet ist, das Gewerbegebiet West 1 hier im Süden und später in den 2000ern hier auch da ein Gewerbegebiet. Und genau dort, wo dieser Kreis ist, tatsächlich liegt auch die Siedlung von Herxheim. Ich habe hier mal als rot den Ring nur eingezeichnet, der eigentlich aus zwei Gräben besteht, die offensichtlich auf der östlichen Seite nicht geschlossen sind, aber insgesamt an eine Trapezform gemahnen, die für Erdwerke der Wandkeramik, Grabenanlagen, Umsiedlung, aber auch manchmal leere Grabenanlagen eigentlich ganz typisch ist. Die Lage von Herxheim, obwohl es ein völlig ungewöhnlicher und außergewöhnlicher Ort ist, wie Sie im Laufe des Vortrags sicherlich auch feststellen werden, ist stinknormal, kann man sagen, für die Wandkeramik. Ganz typisch auf einem leichten Südhang, ein kleines Plateau, eingerahmt hier vom Klingbach im Süden und hier ein weiterer Bach, der von Nord nach Süd zieht. Also solche Situationen topografischer Art finden wir für die Wandkeramik, kann ich Ihnen hunderte von Beispielen nennen. Das ist eigentlich gar nichts Besonderes. Also wir haben hier nicht irgendwie eine Bergkuppe oder irgendetwas. Die Wandkeramiker siedeln in den Ebenen, gehen eh nicht auf höhere Berge. Und so kann man sich einen Ausschnitt dieser Dorfanlage so um 5300 vor Christus vorstellen, in dem immer noch natürlich dicht bewaldeten Süddeutschland, hier der Pfälzer Wald im Hintergrund, das ist tatsächlich ein Foto aufgenommen direkt auf der Fundstelle und dann eben in 3D-Rekonstruktion hier diese Siedlung hineingesetzt. Im Luftbild zeigt sich die Grabungsfläche so, ich habe diesen Kreisel schon erwähnt, der ist also natürlich modern, zeigt sich die Anlage folgendermaßen. Wir haben also hier diese umlaufenden Gräben,
Und da drin ganz, ganz schlecht erhalten, muss man sagen. Die Siedlung, die eher eine Enttäuschung war. Wir haben sehr, sehr viel besser erhaltene Siedlungen. Die Erosion, gerade hier im östlichen Bereich, wir sehen das auf dem Plan noch etwas besser. Sie sehen, hier sind kaum Siedlungsreste vorhanden. Und wir haben südlich der Anlage hier auch noch Grabungsschnitte gehabt. Da ist ein riesiges Kolluvium voll mit wandkeramischen Scherben. Also da ist sehr viel verloren gegangen. Und wir können tatsächlich werden hier vergeblich nach schönen Hausgrundrissen mit den typischen hausbegleitenden Längsgruben suchen. Davon haben wir nur rudimentäre Reste, eine ganz schlechte Erhaltung. Dafür ist dieser doppelte Graben umso spannender, wie sich bald herausstellen sollte. Die erste Grabung fand eben im Vorfeld dieser Einrichtung eines Gewerbegebietes statt, in den 90er Jahren, 96 bis 99. Und wir haben dann tatsächlich im Laufe des Forschungsprojektes, was ich 2003, 2004 initiiert habe, eine Forschungsgrabung gemacht. Und wir haben, Sie sehen das an den Jahreszahlen 2005 bis 2008, wir haben also für diese kleine Ecke genauso lang gebraucht wie die Kollegen in der Rettungsgrabung hier unten, obwohl die allerdings für eine ganz normale Notgrabung oder Rettungsgrabung in der Denkmalpflege schon sehr gut ausgestattet war mit Grabungstechniker und einer wissenschaftlichen, also einer archäologischen Grabungsleitung, weil man sehr schnell erkannt hat, dass es hier um etwas ganz Besonderes handelt und das schon mit der gebührenden Sorgfalt dann auch tatsächlich ausgegraben wurde. Wir haben großflächig, bevor wir hier gegraben haben, Geoprospektion gemacht, Geomagnetik, und man sieht hier sehr schön den Verlauf der beiden Gräben in diesem Bereich, der mittlerweile Grabungsschutzgebiet ist und auch nicht ausgegraben wurde. Ich möchte dieses Archiv auch gerne noch länger im Boden lassen, denn wenn wir das jetzt ausgraben würden, hätten wir zwar mehr Material. Was für Material das ist, werden Sie gleich zu sehen bekommen. Aber wir hätten letztlich keine Möglichkeiten, es besser auszuwerten, als wir es im Laufe eines langjährigen DFG-Projektes gemacht haben. Deswegen ist es sicherlich gut, das den Kollegen späterer Generationen zu überlassen, die vielleicht dann schon wieder bessere Methoden haben, als wir sie heute zur Verfügung haben. Also da sieht man das sehr schön in der Geomagnetik, dass der Graben hier hervorragend erhalten ist. Wir zoomen hier mal etwas rein. Das war also jetzt die Rettungsgrabung, und darin sieht man hier mal so schematisch umrundet Fundkonzentrationen. Das sind schon etwas künstliche Konzentrationsgrenzen, die wir hier eingezeichnet haben, weil tatsächlich aufgrund der Dokumentation der Altgrabung wir nicht von allen Funden wirklich genau sagen können, wo sie liegen. Das können wir nur von denen, die dann hier auch alle digital durchgezeichnet wurden, die in Zeichnungen aufgenommen wurden. Man hat hier eine ganze Reihe Zwischenplaner durchaus angelegt. Die Krux bei der Grabung war, dass man das natürlich für einen ganz normalen wandkeramischen Dorfgraben hielt. Und da hat man halt früher entweder sowieso nur ein Stückchen davon ausgegraben, um mal ein paar Profile zu bekommen. Ein Graben ist ein Graben, da muss man nicht alles ausgraben. Aber hier stellte sich eben sehr schnell heraus, dass hier ganz außergewöhnliches Fundmaterial, massenweise Menschenknochen, sehr prunkvolle Keramik und Ähnliches herauskamen. Aber die Grabungstechnik stand fest. Sie sehen hier diese Striche, das sind einfach Abschnitte, in die man diesen Graben eingeteilt hat. Der wurde im Bereich der Siedlungsgrabung vollständig ausgegraben, aber eben in diesen 2,5 Meter Abschnitten. Wir zoomen hier nochmal ein Stück weiter rein. Und man hat hier diese Abschnitte geteilt, weil das Ziel auch war, hier möglichst ein durchgehendes Längsprofil zu haben. Das heißt, man hat hier das Ganze in der Mitte geteilt, dann wurde von einem dieser Abschnitte der nördliche Teil ausgegraben, vom nächsten der südliche und so fort, also im Schachbrettmuster. Und es konnte auch sein, dass dieser Bereich erst im nächsten Jahr ausgegraben wurde. Und Sie sehen aber, was hier passiert ist. Man hat natürlich diese Fundkonzentrationen einfach zerschnitten, da man die ja nicht flächig freigelegt hatte. Und es ist nicht so, dass das alles so schön in einer Schicht liegt, sondern diese Funde verteilen sich auf über 80 Zentimeter. Das heißt, da kommt mal ein Knochen raus, dann wieder sehr viel Erde. Man hat das also alles offensichtlich mit sehr viel Erde vermischt, als die Funde in den Graben gelangten. Die Grabungsleiterin der ersten Grabung, Annemarie Häuser, hatte angefangen, eine Dissertation über die Keramik zu machen im Jahr 1999, als die Grabung endete. Und das restliche Fundmaterial, also über 80.000 menschliche Knochenreste, stark fragmentiert, absichtlich, das alles befand sich im Depot der Denkmalpflege in Speyer und harrte dort der Dinge, die da kommen sollten. Und dann ereilte Annemarie Häuser ein ganz tragisches Schicksal. Sie ist mit ihrem Mann Helmut Spatz, vielen von Ihnen vielleicht als den Papst des Mittelneolithikums bekannt. Sie sind nach Nepal geflogen, wollten dort einen Urlaub im Königreich Mustang erleben, was sie auch getan haben. Und auf dem Rückflug ist ihr Flugzeug an einem Berg zerschellt.
Es hat niemand überlebt von den 18 Insassen. Und so sah es erstmal so aus, als würde nicht nur das Knochenmaterial, sondern auch die Keramik in den Depoträumen der Denkmalpflege verschwinden. Das waren solche Mengen, dass man sie einfach nicht mal so nebenher bearbeiten konnte. Und ich war sehr gut befreundet mit Annemarie und hatte irgendwie auch das Gefühl, ich war als Gebietsreferentin auch für den Kreis Südliche Weinstraße zuständig, in dem Herxheim liegt. Und da war zum einen natürlich der Wunsch, eine so außergewöhnliche Fundstelle unbedingt irgendwie zu bearbeiten, zum anderen aber einfach auch das Gefühl, dass ich irgendwie dieses Erbe von Annemarie antreten müsste und aus ihrem Grundprojekt etwas Vernünftiges zu machen. Gesagt, getan, ich habe eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, wir waren zeitweise bis zu 12 Studierende bis Professoren versammelt in diesem Herxheim-Team und ich habe dann 2004 den ersten Antrag bei der DFG gestellt. Und tatsächlich wurden mir von der DFG 4 solcher 2-Jahres-Anträge genehmigt. Wir haben also über 1,5 Millionen Euro verbraten für dieses Projekt und ich denke, das war es ganz sicher auch wert. Und wir haben dann festgestellt, als wir die Dokumentation dieser Grabung durchschauten, es war gar nicht geplant, noch einmal zu graben, aber wir haben eben festgestellt, dass uns unglaublich viel fehlt, weil man damals eben nicht wusste, was man da ausgräbt. Ja, das ist in der Archäologie so, ich weiß, wie man einen Grabhügel ausgräbt, weil das schon ganz viele Leute vor mir getan haben und ich weiß auch, was da drin ist. Was in diesem Graben hier in Herxheim oder diesem doppelten Graben drin war, das hatte noch nie jemand vorher gesehen. Es ist bis heute ein völlig einzigartiger Gesamtbefund und deswegen war es natürlich für die Kollegen sehr schwierig, das auszugraben. Wir hatten es da viel einfacher in dieser Forschungsgrabung, weil wir wussten, was da drin liegt. Ja, dass man das nicht durchhacken darf, sondern dass man das flächig ausgraben muss. Wir haben eine ganz eigene Grabungstechnik dafür entwickelt, also ganz viele Zwischenplaner gemacht, mal nach 5 Zentimetern, schon mal nach 10 Zentimetern. Also wir haben bis zu 32 Planer angelegt. Der Graben ist teilweise noch über 3 Meter tief gewesen, also eine ganz hervorragende Erhaltung. Und die Gemeinde Herxheim, die sich unglaublich eingebracht hat für dieses ganze Projekt. Das ist natürlich ein Glücksfall. Die hat tatsächlich zu 90% diese Forschungsgrabung finanziert, auch über Landesmittel. Aber der Bürgermeister von Herxheim, der sehr kulturbegeistert ist und sich auch für die Archäologie sehr einsetzte, hat nicht nur ein Museum in dem Ort gebaut. Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, fahren Sie mal in die Südpfalz. Die ist eh sehr schön und es gibt da wirklich ein ganz schönes Museum. Mittlerweile ein ganzer Museumskomplex in diesem kleinen Ort Herxheim. Das war also für uns sehr glücklich. Aus dem Ganzen sind bisher 2 Bände wissenschaftlicher Auswertung entstanden. Der erste erschien 2016. Da ist hauptsächlich der Befund, also die Grabenanlage drin erläutert. Und ich habe dort einiges versucht an statistischen Auswertungen dieser Fundkomplexe, dieser Fundkonzentrationen zu machen. Und 2019 erschien der 2. Band. Ein weiterer ist in Arbeit, da komme ich später noch kurz drauf zu sprechen. Wir haben ganz bewusst, Sie sehen es, Ritualized Destruction, also das Ganze ist auf Englisch geschrieben und das war schon eine längere Überlegung, machen wir das auf Englisch oder machen wir das auf Deutsch? Es ist ja ein deutsches Projekt, wobei ich sagen muss, von den 12 Mitarbeitern sind 5 Franzosen, die natürlich gerne das Ganze auf Französisch publiziert hätten. Da ist aber das Problem, dass da kein englisch sprechender Mensch das liest und bei den Deutschen ist es auch so, dass sie nicht so viel, auch in unserem Fach, nicht alle des Französischen mächtig sind. Aber Englisch kann letztlich jeder irgendwie, das gehört also in der Wissenschaft. Und deswegen haben wir beschlossen, weil mittlerweile waren wir bis nach Buffalo mit einem Vortrag über Herxheim gereist. Also ich und zwei meiner Kollegen waren so in ziemlich allen europäischen Hauptstädten. Also im Neolithikum ist das schon ein wichtiger Ort für die Gesamtdiskussion, auch um alle möglichen Dinge, auch das Ende der Bandkeramik zum Beispiel, an dem tatsächlich diese ganzen Dinge hier in Herxheim stattfinden. Deshalb diese Publikation, diese Fachpublikation auf Englisch. Diese Fundkonzentrationen setzen sich aus dem zusammen, was Sie hier einmal dargestellt sehen. Also die hauptwichtigste Gruppe sind eben diese Menschenknochen, also Skelette in kleinste Teile zerschlagen. Sie sehen das hier mal so Langknochen, ganz, ganz selten mal noch ganz vorhanden. Hier diese Ulne zum Beispiel, da gibt es ein paar davon, aber in der Regel haben wir die Durchschnittsgröße von etwa 4 Zentimeter und überhaupt keine Schafterhaltung, weil das alles zertrümmert ist. Das geht fast dem ganzen Skelett so. Dazu kommt Keramik, die offensichtlich hier vor Ort zerschlagen wurde. Wir können sehr viele Gefäße zu großen Teilen wieder zusammensetzen. Das ist hier also keine Spezialauswahl, sondern davon haben wir tatsächlich über 100 von Gefäßen, die wirklich praktisch zusammensetzbar sind, wieder. Dazu kommen in größerer Menge Steingeräte, aber auch Mahlsteine. Das ist einer der ganz wenigen, der sicherlich aus einer frühen Siedlungsphase von Herxheim stammt, denn tatsächlich wurde dieser Graben erst ganz spät angelegt.
Und davor war das eine, ich sag's mal, normale Siedlung. Da gab es natürlich auch Mahlsteine, denn die Mahlsteine, die wir im Graben gefunden haben, sind alle ebenfalls zerstört, in kleine Stücke zerschlagen. Dieses Schicksal erlitten auch die Steinbeile zu großen Teilen. Sie sehen hier so eins zerschmettertes, das dann wieder zusammengesetzt wurde. Dazu kommen Tierknochen, ganz normaler Schlachtabfall, aber auch ganz besondere Stücke, auf die ich noch zu sprechen komme. Und in größerer Menge Knochengeräte, also Ahlen und Sticheln aus Rehfußmittelknochen oder auch aus anderen Tierknochen hergestellt. Die Frage, die uns da beschäftigte, war natürlich auch, was ist das eigentlich für ein Graben? Denn er sieht schon sehr vielfältig aus. Sie können das hier ganz gut erkennen. Man meint hier verschiedenste Gruben, auch in einem unteren Bereich. Das ist jetzt schon Planum 24 oder so in unserer Forschungsgrabung zu sehen. Sie sehen, dass hier die verschiedenen Dinge tatsächlich zeichnen sich da schon ganz unterschiedliche Verfüllungen auch ab. Und man sieht auch, dass viele Profile unterschiedlichster Art in diesem Graben vorkommen. Das konnten wir gerade in der Altgrabung auch sehr gut feststellen, weil man dort ja sehr viele durch diese Abschnitte, sehr viele Profile erzeugt hat. Und so hatte unser damals im Team für die Keramik zuständige Kollege Professor Christian Jeunesse von der Uni Straßburg, der einmal in Rosheim eine Siedlung mit einem Graben ausgegraben hatte, an der er dieses Modell entwickelt hat. Er sagt, das ist also eine riesige Dauerbaustelle. Man hat da über mehrere Generationen oder vielleicht sogar 200, 300 Jahre lang gebaut. Auf einer vorgegebenen Trasse wurden einzelne Gruben angelegt, die sofort wieder verfüllt wurden. Das zeigt sich auch in Herxheim, das ist alles ganz schnell verfüllt. Wir haben überhaupt keine Lösseinbrüche. Und wenn wir nach einem Wochenende auf unsere Grabung kamen, konnten wir sehen, wenn es da geregnet hatte, wie schnell der Löss sich in Befunden ablagert. Das hätten wir also gesehen, wenn das hier Monate oder Jahre offen gestanden hätte. Und Jeunesse ist dann davon ausgegangen, hat also immer wieder hier solche Gruben angelegt und irgendwann kommt es dann dazu, dass die sich natürlich auch überschneiden. Also hier zwei geschlossene Gruben und in der Mitte wird dann eine neue gegraben und dann sieht das für den Archäologen hinterher halt wie ein durchgehender Graben aus, weil ja alles wieder verfüllt ist. Aber in Wirklichkeit war das also eine Dauerbaustelle. Fabian Haag, mein Assistent in diesem Forschungsteam und auch der Ausgräber, also der hat die Forschungsgrabung geleitet und seine Dissertation über diesen Grabenbefund gemacht und hat das akribischst ausgewertet. Wir haben also Hunderttausende von Messdaten hier aufgenommen mit dem Lasertachymeter und er kommt zu dem völlig überzeugenden Schluss, dass es hier keinesfalls um eine Dauerbaustelle von mehreren hundert Jahren handelt, sondern dass die ganze Anlage sehr schnell gegraben wurde. Und man sieht natürlich hier in der Sohle lauter so Abschnitte immer wieder im ganzen Graben. Wir können das an dem Profil der Altgrabung gut verfolgen. Das ist tatsächlich die architektonische Grundeinheit, sind Gruben. Da saßen nämlich verschiedene Arbeitstrupps drin. Ja? Und jeder hat so seine Grube mit drei, vier Leuten gegraben und die treffen sich natürlich dann irgendwo. Und das ist denen aber gar nicht wichtig, dass das ja ein ebener Graben ist. Der erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Der ist für dieses noch zu erklärende Ritual ganz wichtig. Und deswegen sieht man diese Abschnitte, wo eine Arbeitsgruppe aufgehört hat und die nächste sozusagen mit ihrer Grube begonnen hat. Dass das Ganze aber durchgängig offen stand, sieht man schon an diesen Fundkonzentrationen, die sich nämlich überhaupt nicht dran scheren, dass hier irgendwelche Längsgrubenabschnitte sind. Wir können das auch an den vielfältigen Verfüllungsschichten, die wir im Graben haben, die laufen teilweise über sieben solcher Langgruben hinweg. Das wäre gar nicht möglich, wenn das Ganze über Jahrhunderte immer wieder in einzelnen Gruben gegraben wird. Also daran ist nicht zu zweifeln, es handelt sich hier um einen in wohl auch kurzer Zeit angelegten Graben, der ganz schnell wieder verfüllt wurde, nachdem man nämlich dieses ganze Fundmaterial, ich sag mal, in großen Haufen vermischt mit viel Erde dort hineingekippt hat. In unserem Arbeitsteam war auch Anthony Denaire, ein Keramikspezialist ebenfalls aus Frankreich, der sich der unendlichen Sisyphus-Aufgabe gewidmet hat, diese Unmassen von Keramik zusammenzusetzen, soweit möglich. Das heißt, er ist immer mit einer verzierten Scherbe, so stellt mir das vor, sinnierend an diesen langen Tischen entlang gelaufen und hat sich gedacht, irgendwo habe ich dieses Muster schon mal gesehen. Also es geht natürlich am besten mit verzierter Keramik, aber er hat das auch für viele Fälle unverzierter Keramik gemacht. Und da kommen ganz erstaunliche Dinge raus. Ich habe ihm hier mal so die überzeugendsten Beispiele rauskopiert aus seinem großen Artikel über diese Zusammensetzung. Sie sehen, dass hier das sind 230, 240 Meter. Diese beiden Teile hier, das ergibt dann dieses Gefäß da oben, die liegen also ewig weit auseinander. Wir haben immer wieder Dinge, die natürlich ganz nah beieinander liegen. Man hat einen Topf zerschlagen und dann sind da Teile davon direkt in die gleiche Fundkonzentration gelangt. Aber es gibt eben auch welche, die sich über lange Bereiche erstrecken und hin und wieder, das ist hier gar nicht zu sehen, weil es eine andere Kartierung ist, gibt es auch einzelne
Gruben im Inneren, die offensichtlich in diese ganzen Handlungen, in denen man viel kaputt gemacht hat und dann Menschenknochen vermischt mit Keramik da irgendwie in diese Gräben verbracht hat, hat man offensichtlich also auch einige Siedlungsgruben benutzt. Das führt zu dem Schluss, und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass es hier, wir hier mit Gräben zu tun haben, mit einem doppelten Graben, wo große Teile zumindest immer gleichzeitig offen stehen mussten. Denn die Keramik ist überhaupt nicht verrollt. Das heißt, das sind frische Bruchkanten, als hätte man sie gestern zerschmettert. Und dann ist die sofort in diesen Graben gelangt. Und das verbindet dann große Bereiche des Grabens miteinander, die logischerweise dann auch gleichzeitig offen gestanden haben müssen. Die Knochenzusammensetzung ist natürlich noch sehr viel schwieriger als die von Keramik, denn Knochen tragen keine Verzierungen. Die sehen sich alle ziemlich ähnlich. Dennoch wurde das für die Knochen der Forschungsgrabung und für einen kleinen Bereich der Altgrabung aus den 90er Jahren von einerseits Silja Bauer, die die Altgrabung bearbeitet hat, und unserem französischen Kollegen Bruno Boulestin durchaus versucht. Und da kommen auch sehr erstaunliche Sachen raus, dass man hier einen Schädel, die Schädel wurden mit ganz besonders behandelt, auch zerschlagen, aber eben auf eine gewisse Weise, dass man hier den Gesichtsschädel und die Schädelbasis aus 5 verschiedenen Gruben an diesen Oberschädel, an diese Kalotte anpassen konnte. Auch da zeigt sich, dass diese Zusammensetzung von Knochen eben große Bereiche der Gräben miteinander verbinden. Ein weiterer Beleg dafür, dass das Ganze, also dass immer größere Bereiche gleichzeitig offen gestanden haben müssen. Hier einfach mal so ein paar Eindrücke von der Grabung. Sie werden vergeblich auf allen meinen Grabungsbildern Schaufeln, großes Arbeitsgerät suchen, aber dafür finden Sie werden dafür überall kleine Spachtel, Pinselchen, also das, was sich viele Leute ja so vorstellen, der Archäologe sitzt mit dem Pinselchen und schaufelt da rum. Das machen wir tatsächlich wie auf einer Paläolithikumsgrabung, weil wir natürlich alles genau dokumentieren wollten. Es wurden in der Forschungsgrabung auch die allermeisten Funde dreidimensional eingemessen. Das ist heute natürlich viel einfacher möglich, als es noch in den 90er Jahren konnte man sich das gar nicht vorstellen. Jedenfalls hatte die Denkmalpflege in Speyer noch keine Lasertachymeter. Das ist heute natürlich alles sehr viel einfacher. Und da sehen Sie dann so hier aus der Altgrabung eben so abgeschnitten, weil das diese 2,5 Meter Abschnitte sind, eine typische Konzentration aus Schädel, Oberteilen, Keramikscherben, größere und kleinere, ganz, ganz viele Knochen. Das sind fast alles menschliche Überreste, aber hin und wieder natürlich auch Tierknochen damit vermischt. Und schon nach 40 Zentimetern tauchten also hier die ersten Reste menschlicher Skelette auf. Eine dieser Fundkonzentrationen wurde von unseren französischen Kollegen, also Bruno Boulestin, Rosemarie Arbogast, unsere Archäologin, und Christian Jeunesse mit einigen französischen Studenten, die haben da gleich ein ganzes Seminar draus gemacht, negativ ausgegraben, eine Methode, die in Frankreich absolut verbreitet ist. Also da gibt es ganz selten wirklich einfach Profile und das Ausnehmen von irgendwelchen Dingen. Das ging hier auch, weil ausnahmsweise nur bei dieser einen sehr großen, sich über 7 Meter erstreckenden Fundkonzentration die Funde wirklich relativ dicht gepackt in einer Schicht lagen. In der Regel ist es so, dass wir diese Funde alle so verteilt auf 80, 90 Zentimeter in der Tiefe des Grabens haben. Da kann das sein, dass also hier eine Schädelkalotte ist und da 3 Knochen und dann kommt erst da unten wieder was. Zusammengenommen ist das dann genauso viel, wie Sie hier sehen. Aber es ist eben natürlich nicht negativ ausgrabbar, weil Sie die Funde herausnehmen müssen. Ja, Sie können ja nicht so lange Türmchen bauen, wo dann da oben noch die Schädelkalotte drauf liegt. Das war natürlich unglaublich eindrucksvoll. Wir haben auch eine ganze Reihe Tage der offenen Grabung gemacht. Ich glaube, 14 oder 15 Sonntage haben wir dort auf der Fläche verbracht und hunderte von Leuten aus nah und fern da über die Fläche geschleift. Und als wir das gerade freiliegen hatten, war das natürlich die völlige Sensation. Und es macht sich als Foto, gibt es in vielen, vielen Publikationen zu sehen, immer sehr gut, weil es schon sehr eindrucksvoll ist. Die Schädelkalotten, die menschlichen hier so gruppiert wie kleine Schädelnester quasi. Hier liegt auch mal ein großes ein Rinderhornzapfen drin und dann eben diese Unmassen von klein zerschlagenen menschlichen Knochen. Es gibt aber auch ganz normale Bestattungen in Herxheim und ich vermute, dass die mit dieser Zeit, als diese Zerschlagungen dort passierten und diese Menschen dort in die Gräben verscharrt wurden, dass die gar nicht in diese Phase gehören. Das sind normale Siedlungsbestattungen, wie wir sie aus vielen, vielen wandkeramischen Siedlungen kennen. Aber wir haben tatsächlich auch im Graben solche Teilskelette. Was Sie übrigens hier sehen, sind die Überreste von 3 Individuen. Da ist einmal hier dieses noch im Verbund erhaltene Stück Becken, Wirbelsäule und Schädel, wo man begonnen hat, hier den Schädel schon zu einer Kalotte zuzurichten, aber wieder aufgehört hat. Und das sind 2 halbe Becken, jeweils von einem anderen Individuum. Also 3 Leute liegen da in Stücken sozusagen drin. Und Sie sehen hier einfach mal
als Aufzeichnung die wenigen, also das sind nicht mal 2% unserer Gesamtmenge an Knochen, haben wir im Graben tatsächlich ganze beziehungsweise Teilskelette, also Torsi, wo noch die Beine zusammenhängen. Wir haben in Herxheim den einerseits Vorteil, dass der Boden sehr, sehr kalkreich ist. Das heißt, die Pflanzen haben im Laufe der Jahrtausende nicht etwa, weil der Boden kalkarm ist, den Kalk aus den Knochen gefressen, sondern im Gegenteil dazu hat sich Kalk aus dem Boden angelagert an die Knochen, was für uns natürlich wiederum die Krux war, denn man sieht wenig auf Knochen, die so eine Sinterschicht tragen. Also wir haben die Knochen der Forschungsgrabung, knapp 20.000 Stück, samt und sonders entsintert. Die wurden in verdünnte Essigsäure gelegt und wenn man das 2-3 Stunden macht, dann ist dieser ganze Kalksinter weg. Der Knochen ist aber noch nicht angegriffen. Die sehen also wirklich aus wie poliert, im Gegensatz zu den Knochen der Altgrabung, wo sehr viel Sinter noch dran ist. Sie sehen hier schöne Beispiele. Das ist alles Kalk, was Sie hier sehen. Der hat sich da angelagert. Das sind die einzigen drei Gesichtsschädel, die wirklich ganz erhalten sind. Also das sind sicherlich keine absichtlich hergestellten Schädelmasken, sondern es ist einfach Zufall, dass das Ganze da übrig geblieben ist. In aller Regel ist das auch so gesichtsklein, wenn Sie so wollen. Also hier der Bereich um die Augenhöhlen einzeln und die Oberkiefer abgeschlagen und zertrennt. Sie sehen hier mal zum Beispiel, da eben auch gut zu sehen, wie überall dieser Kalksinter sich angelagert hat. Und hier als Beispiel einfach mal der Inhalt einer unserer großen Fundkonzentrationen. Wenn Sie diese Schädelkalotten zählen, dann sind das die Schädelreste von 13 Individuen. Und jetzt schauen Sie sich im Vergleich dazu mal an, was hier an postkranialem Skelett, also alles unterhalb des Schädels, da auf dem Tisch liegt. Das reicht also nicht mal für ein Skelett. Das heißt, hier wurden also nicht etwa einzelne Personen zerschlagen und dann in ihrer Gesamtheit in eine Fundkonzentration gelegt, sondern wir haben einen absoluten Überhang an bestimmten Körperteilen, namentlich Schädel. Dafür fehlen aber massenweise Rückenwirbel, wir haben viel zu wenig Rippen, also ist lange nicht alles da. Natürlich kann ein Großteil davon noch in dem Drittel der Grabenanlage, die nicht ausgegraben ist, liegen. Sie erinnern sich, das habe ich gezeigt in der Geomagnetik. Aber man muss davon ausgehen, dass tatsächlich gar nicht alle Teile dieser Menschen in die Gräben gelangt sind und dass es überhaupt nicht wichtig war, dass hier ein Mensch sozusagen in seiner Gesamtheit seines Skelettes in einem Befund landet. Das wurde überhaupt nicht beachtet. Ganz kurz einige Fakten, um Ihnen mal die Größenordnung klar zu machen. Denn es ist ja nicht so, dass es zerschlagene Menschenknochen in der Vorgeschichte nicht auch woanders gibt. Aber in dieser Größenordnung ist das bisher einzigartig. Also wir haben, das ist eine der ganz großen, da sind etwa 4000 Knochen und Knochenfragmente inklusive der Schädelkalotten enthalten drin. Es können aber auch viel weniger sein. Wir haben auch kleine Fundkonzentrationen, da liegen auf einem Haufen halt nur 70 und 80 Knochenfragmente. Es sind über 80.000 Fragmente. Wir haben die natürlich nicht einzeln gezählt, sondern man kann das dann schätzen, wenn man mal so eine gewisse Menge gezählt hat. Die Mindestindividuezahl ist etwa 600 menschliche Individuen. Wir haben etwa 500 Schädelkalotten, die natürlich jeder einzelne dieser Kalotten steht für ein menschliches Individuum. Aber zusätzlich gibt es, wie das hier zum Beispiel liegt, auch Teile von der Schädelkalotte, die natürlich nicht zu den ganzen Kalotten gehören, weil die ja vollständig sind. Die haben wir auch noch gar nicht gezählt. Das heißt, das sind also mindestens noch 100 Individuen mehr. Wenn man das Ganze jetzt mal hochrechnet auf die Gesamtgrabenanlage, von der also ungefähr ein Drittel noch im Graben ist, dann kommen wir locker auf irgendwas um 150.000 Knochenfragmente und sicherlich mehr als 1.000 Tote. Unser Anthropologe Bruno Bolestin ging sogar von 1.500 aus. Das ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber mit der Zahl 1.000, denke ich, darf man hier durchaus operieren und das ist dann nicht erfunden. Die Zeitspanne, in der das Ganze passiert ist, man kann es hier gerade noch so lesen über dem grünen Schild, ist auf jeden Fall weniger als 50 Jahre, denn die datierende Keramik, die zu 80% oder 90% sogar aus der jüngsten Phase der Bandkeramik stammt, die plus minus 50 Jahre gedauert hat, sagt uns einfach, mehr Zeit kann da nicht drauf verwendet worden sein. Wir sind aber ganz sicher, alleine schon wegen der vielen Zusammensetzungen, die uns zeigen, dass da größere Bereiche gleichzeitig offen standen, dass das Ganze viel kürzer war. Das waren vielleicht 3 Events, vielleicht 5 Events, wir können es nicht sagen. Ich würde natürlich gerne Knochen so datieren können wie einen Baum, so dendrochronologisch aufs Jahr genau, dann könnte ich Ihnen sagen, wer wann hier zu Tode gekommen ist und im Graben landete. Das können wir heute noch nicht, aber wer weiß, was die Zukunft auch in dieser Hinsicht bringt. Ich bin da tatsächlich sehr optimistisch. Die Todesursachen, denn es ist vollkommen klar, dass hier ja diese Leute nicht ganz normal gestorben sind. Wir haben übrigens vom Neonatus, also gerade Geborenen, die übrigens nicht zerlegt wurden, sind die einzigen, bis hin zu senilen Personen, also
plus minus 60 oder auch darüber, sind alle Altersstufen vertreten. Wir können natürlich keine Zahlen nennen, also wie viel, wir können auch nicht sagen, wie viele Frauen und wie viele Männer, aber wir haben genug Merkmale, die uns sagen, es sind Frauen und Männer da. Wir können auch grob Altersgruppen definieren. Also es ist alles vorhanden und die Todesursachen sind völlig unklar. Also wenn Sie jetzt jemanden erschlagen haben, dann können Sie natürlich an einem gebrochenen Knochen nicht unterscheiden, ist der vom Erschlagen oder kommt der vom Zerschlagen der Knochen. Ja? Sie müssen sich vorstellen, wir haben lauter so kleine Knochenfragmente. Was wir haben, ist auf einer ganzen Reihe von Kalotten solche Schädelverletzungen. Hier so ein typisches, so eine typische Dechselklinge, die hier sich in den Schädel gegraben hat. Wenn Sie sich die genau angucken, diese Verletzungen, dann ist ganz klar, dass die alle verheilt sind. Also die Leute haben das jeweils überlebt. Die sind nicht an diesen Kopfverletzungen gestorben. Die stammen einfach aus ihrer Lebenszeit irgendwann. Und tatsächlich können wir überhaupt nicht sagen, also hier nochmal diese verschiedenen Verletzungen an den Schädeln mit den Pfeilen gekennzeichnet, für die, die ganz hinten sitzen, damit sie es auch erkennen können. Wir wissen es nicht. Das ist eines von vielen Fragezeichen, die ich Ihnen heute Abend zeigen werde. Da kommen noch ein paar, ich verspreche es Ihnen. Und tatsächlich gibt es Fragen, die wir wahrscheinlich auch nicht mehr lösen können werden. Andere lassen sich vielleicht im Laufe der fortschreitenden Forschung irgendwann noch beantworten. Was wir wissen, ist, dass die Todesursache zwar unbekannt ist, dass es sich hier aber nicht um eine normale Sterbegemeinschaft handelt, wie wir sie von Gräberfeldern kennen. Das ist nämlich das, was Sie in diesem grauen Bereich hier sehen. Das sind zwei Beispiele, zwischen denen sich so vorindustrielle Grabgemeinschaften etwa bewegen. Da gibt es viele, viele Auswertungen dazu, von der Steinzeit bis eben in die vorindustrielle Zeit, also auch natürlich bevor Impfungen und so etwas auftraten. Und das ist das, was wir auf Gräberfeldern finden. Also viele Kinder und noch im Kinderdasein gestorben und dann wird das immer weniger. Erst, die habe ich gar nicht mehr kartiert hier, so ab 25 steigt das rapide wieder an. Dann sind die Leute nämlich einfach relativ alt für diese frühe Zeit und dann sterben sie an Altersschwäche, an Krankheiten, an irgendwas. Wo wir eine ganz geringe Rate auf den Gräberfeldern haben, das sind die jungen Erwachsenen, so 15 bis 25 etwa, weil das ist das Alter, da haben die alle Kinderkrankheiten hinter sich, die haben also die Kindheit überlebt und dann sind sie am kräftigsten, am widerstandsfähigsten und wenn sie dann leben, dann sterben sie eben erst hier außerhalb der Kartierung, weil sie dann einfach alt sind. In Herxheim sieht es ganz anders aus. Wir haben nämlich einen deutlichen Überhang an jungen Erwachsenen. Das ist also überhaupt keine typische Sterbegemeinschaft, sondern das ist das, was lebend in den Dörfern herumläuft, die jungen Erwachsenen, die eben nicht gestorben sind. Deswegen gehen wir davon aus, dass hier eben nicht etwa, wie man das übrigens in einer Erstinterpretation, Sie können das in einigen unserer frühen Publikationen nachlesen, die ersten Bearbeiter der Knochen der Altgraben, Jörg Orschied und Mirjam Heidle, gingen davon aus, dass es sich hier um eindeutige Sekundärbestattung handelt. Das heißt, die Leute stammen aus irgendwelchen Gräberfeldern. Man hat diese ganzen Gräberfelder ausgeleert und alle paar Jahre ein großes Fest gemacht, wo man alle Ahnen und alle Verstorbenen der eigenen Gemeinschaften in Herxheim dann rituell zerschlagen hat und sie hier bestattet hat. Aus verschiedenen Gründen funktioniert das überhaupt nicht mit den Sekundärbestattungen. Von dieser Interpretation sind wir längst ab. Aber wie gesagt, das war mal Stand unserer Forschung. Also die Interpretationen, was Herxheim angeht, ändern sich alle 5 Jahre, würde ich sagen. Ich bin auch noch nicht sicher, dass das, was ich Ihnen heute als meine momentane Idee vorstelle, in 10 Jahren noch Bestand hat. Das wissen wir tatsächlich. Bruno Bollestin hat recht akribisch eine Gesamtstatistik für alle Knochen der Neugrabung aufgestellt und an der Hand von 2 größeren Fundkonzentrationen, bei denen er jedes Knochenfragment unter das Binokular gelegt und genau dokumentiert hat, ob da irgendwelche Manipulationsspuren, wie Schnittspuren, Schabespuren und Ähnliches dran sind. Das hat er gemacht und darüber können wir heute sehr, sehr gut dank seiner Arbeiten beschreiben, was mit diesen Menschen passiert ist, die hier im Graben ihr Ende gefunden haben. Zuerst wurden sie irgendwie getötet. Das sind ganz eindeutig nicht normal Gestorbene. Wir haben es ja schon gesehen, keine Sterbegemeinschaft vom Friedhof. Das sind also absichtlich getötete Menschen. Man kann vielleicht auch von Menschenopfern sprechen. Und dann wurden sie zerlegt. Man hat die also erstmal wie ein Schlachtvieh in große Portionen verlegt, Arme abgeschnitten, Beine abgeschnitten. Wir finden an den Gelenkenden überall die verräterischen Schnittspuren, die uns das ganz eindeutig sagen. Also Sie sehen hier mal wieder 2 Beispiele, wo man diese Zerteilung nur bis zu einem gewissen Grad betrieben hat. Warum das so ist, können wir nicht sagen. Es sind aber, wie gesagt, wenige Beispiele.
Und die Zerlegung können wir überall verfolgen. Zum Beispiel im Schultergürtel ist das sehr schön zu sehen. Um nämlich hier den Oberarm abzutrennen, müssen Sie einiges vom Schulterblatt und den Knochen hier hinten einfach zertrennen. Und genau diese Zerstörungen haben wir überall an den Schulterblättern. Das ist also ganz eindeutig, die wurden hier auseinandergeschlagen. Sehr schön verfolgen lässt sich auch, wie der Oberkörper weiter bearbeitet wurde. Wenn man nämlich die Wirbelsäule von den Rippen trennen will, dann muss man, wie an dem Modell zu sehen hier, sowohl die Wirbelenden hier zerstören, als auch die Rippe, weil die liegen nämlich übereinander. Ja? Wenn Sie das durchtrennen wollen, müssen Sie beide abschlagen. Und siehe da, wir haben überhaupt keine Rippe, an der das innere Ende irgendwie erhalten ist. Da sind die immer zerstört. Es gibt eine ganze Reihe, wo die äußeren Enden vorhanden sind, aber die inneren sind immer zerstört. Das heißt, hier wurde wirklich dieses sogenannte im Französischen levé de l'échine, also das heraus Trennen der Wirbelsäule, was eigentlich ein Begriff aus der Jagd ist. Das hat man nämlich mit dem Wild so gemacht. Wenn man es im Wald gleich entweidet hat, dann wurde die Wirbelsäule herausgeschnitten. Das hat man hier auch praktiziert. Und wir haben ja ein sehr schönes Beispiel, wo man angefangen hat, das zu machen. Hier sind nämlich sämtliche äußeren Wirbelenden, Sie sehen das hier, die fehlen alle. Das ist der Bereich, wo die Rippen dran sitzen. Auf der anderen Seite hat man damit nicht weitergemacht. Warum weiß ich nicht, der einzige Wirbelfortsatz, der fehlt, das ist tatsächlich in der Grabung passiert, also ein ganz frischer Bruch. Also auch eine unvollendete Zerlegung, aber es zeigt eben sehr deutlich dieses System des Heraustrennens der Wirbelsäule. Als man dann also die Knochen sozusagen in handlichere Portionen oder die Körper in handlichere Portionen zerlegt hatte, wurde akribisch auch der letzte Rest von Weichteilen von den Knochen entfernt. Das muss man auch tun, wenn man den dritten Schritt, nämlich das Zerschlagen der Knochen, wirklich durchführen will. Wir haben selber Versuche angestellt mit Schweineknochen. Die sind dem Knochenaufbau des Menschen am ähnlichsten von Tieren. Und wir haben festgestellt, soweit wir die frisch vom Schlachter kriegten und da waren noch so irgendwelche Knochen, Haut, Gewebereste dran, dann gibt es einfach einen fürchterlichen Matsch und Sie können das gar nicht richtig zerschlagen. Der Knochen muss wirklich völlig frei von allen Weichteilen sein, dann können Sie ihn auch zerschlagen. Und wir haben überall so leiterartige Spuren, die, das kann man hinten sicherlich nicht erkennen, das müssen Sie mir einfach glauben, sonst kommen Sie nach Herxheim ins Museum, da sieht man das. Diese leiterartigen Spuren stammen davon, dass wenn man mit einem scharfen Silexmesser einfach auf dem Knochen schabt und die letzten Fleischreste entfernen will. Wir haben auch richtige Schnittspuren überall wieder an den Knochen. Deswegen lässt sich das so gut beschreiben. Und das wurde sehr akribisch durchgeführt, auch im Bereich des Kopfes. Wir haben hier zum Beispiel, Herr Boulestin hat das mal so hier fein eingetragen in Rot. Das sind also auch alles Manipulationsspuren und sogar an der Augeninnenhöhle wurden hier sehen Sie die verräterischen Spuren vom Herauskratzen der letzten Weichteile. Nachdem man das also alles schön gereinigt hatte, wurden die Knochen dann auch ziemlich akribisch zerschlagen in kleine Teile. Also da steckt richtig Arbeitsaufwand dahinter bei dieser ganzen Aktion. Die Kiefer sind häufig in der Mitte durchgetrennt. Eine Reihe von denen sind auch ganz. Sie sehen übrigens hier Beispiele aus der Altgrabung. Da können Sie sehen, was da für Kalkkonkretionen sich angelagert haben. Also da ist schon ziemlich viel Kalk im Boden tatsächlich gewesen. Die Schädel, ich habe ja vorhin schon immer von Kalotten gesprochen und Sie haben sie auch gesehen, also die Schädeldächer. Und das war eine absichtliche Zurichtung, denn wir haben nur etwa 15 ganze Schädel, einer davon, den sehen Sie hier. Alle anderen, also fast 500 Stück, wurden sehr sorgfältig mit gezielten Steinbeilschlägen zu Kalotten zugerichtet. Das heißt, man hat den Gesichtsschädel und die Schädelbasis abgeschlagen in einer Höhe, die so etwa der Hutkrempenlinie entspricht. Also stülpen sich ein Hut über und da, wo der aufhört, da wurde dann mit dem Steinbeil sorgfältig der untere Teil abgetrennt und das, was übrig blieb, waren diese Kalotten. Auch die hat man akribisch entfleischt. Da hat man offensichtlich, man sieht das sehr häufig, an langen Schnittspuren, die über den Schädel laufen, da hat man offensichtlich die Kopfhaut hier oben aufgetrennt und sie dann über die Seiten abgezogen. Und überall haben wir also auch hier diese akribischen Spuren von feinen Silexgeräten. Das ist also hier diese Hutkrempenlinie in einem Beispiel. Natürlich ist nicht jede Kalotte gleich. Die sind mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Sie sehen da hier mal zwei Beispiele davon. Dass das eindeutig vor Ort passiert sein muss, sehen wir an so Dingen wie diesem kleinen Knochenplättchen, das hier auf dem Schädel drauf sitzt. Das ist nur mit ganz wenig
Gewebematerial mit der Schädelplatte verbunden. Bei einem Transport über größere Strecken würden genau diese Teile als allererstes abfallen. Die haben wir ganz häufig an den Kalotten. Also das ist hier vor Ort passiert. Und die Bruchkanten verraten uns, dass die Knochen im grünen Zustand, also noch ganz frisch, zerschlagen wurden. Nun kann dieser grüne Zustand durchaus auch längerfristig anhalten. Es geht einfach darum, dass der Knochen noch nicht entfettet ist, dass er noch biegsam und elastisch ist. Da gibt es diese Biegebrüche, die ganz typische Formen haben. Ein alter Knochen, der also schon Jahre irgendwo herumgelegen hat, also wie man sich das bei einer Sekundärbestattung nach 5 Jahren aus dem Boden geholt vorstellen könnte, wenn man so einen Knochen zerschlägt, sind das vollkommen andere Bruchmuster, die sich recht gut in den meisten Fällen von frisch zerschlagenen Knochen unterscheiden lassen. Also das passierte ja eigentlich alles in einer ziemlich schnellen Abfolge. Die Keramik, die zweitgrößte Fundgruppe, ist nicht minder interessant als die Knochen. Wir haben hier tatsächlich eine Versammlung der wohl schönsten Gefäße, die die wandkeramischen Töpfer und Töpferinnen hervorgebracht haben. Und da haben wir nicht etwa Schuhcreme draufgeschmiert und das poliert, sondern das ist wirklich die originale Oberfläche, die wir an vielen Gefäßen, weil sie eben sehr sorgfältig auch hergestellt wurden, noch erhalten haben. Das Spannende ist, dass wir bei der verzierten Keramik feststellen können, dass wir hier Verzierungsstile haben, die ganz verschiedenen geografischen Regionen zuzuordnen sind. Es ist so, dass sich im Laufe der Zeit die Bandkeramiker, die natürlich auch nicht genauso wenig wie die Kelten eine einzige Nation oder Gruppe sind, sondern sicherlich lauter verschiedene Stämme, die am Anfang alle sehr ähnliche Muster auf ihre Keramik produzieren. So um 5500 können sie einen Topf aus dem Pariser Becken, na, da gibt es die noch nicht, aber sagen wir aus Herxheim, könnten sie nicht unterscheiden von einem, der aus Ungarn kommt. Später ändert sich das. In bestimmten Regionen werden ganz bestimmte Stile entwickelt. Zum Beispiel haben wir hier den Rhein-Main-Schraffur-Stil. Da werden in so lange Bögen längliche Schraffuren hineingeritzt. Viele Regionen haben einfach ihre eigenen Verzierungsstile. Und das Erstaunliche ist, dass wir in Herxheim aus 8 verschiedenen Stilgruppen Keramik versammelt haben. Ich habe Ihnen hier ja nur ein paar Beispiele aufgeführt. Also der Pleiterstil am Rhein-Mosel-Mündungsgebiet am Rhein. Scharker, das ist unsere weitest entfernteste Gruppe. Das ist die böhmische Wandkeramik im oberen Elbtal. Und hier sehen Sie mal in dieser Kartierung, wobei man die Zehen, also den Bereich hier im Pariser Becken, insofern ein wenig in Klammern setzen muss. Da haben wir zwar einen so großen Gefäßteil, aber es ist nur ein einziger von einem Gefäß, während zum Beispiel aus dem Pleiterstil oder auch aus dem Bereich Scharker. Sie sehen hier, das ist 400 Kilometer Luftlinie weg. Aus dieser Stilgruppe haben wir 30, 40, 50 Gefäße. Das ist also auch nicht der Heiratstopf, den eine Frau mitgenommen hat, als sie geheiratet hat oder so. Ja, hier sind offensichtlich Gruppen aus verschiedenen Gegenden, haben sich auf den Weg gemacht nach Herxheim und haben ihre schönste Keramik mitgenommen, die vielleicht sogar extra für dieses Ritual hergestellt wurde, was in Herxheim dann praktiziert wurde und die dann im Zuge dieser Aktivitäten zerstört wurde absichtlich. Also das ist ganz erstaunlich, was sich hier alles versammelt hat an verschiedenen Gruppen. Dazu laufen momentan gerade in einem neuen DFG-Projekt Untersuchungen meiner jungen Kollegin Eva Häusler, die hier auch einfach die Mobilität und die Kommunikation und die Verbindungen zwischen den jüngstbandkeramischen Gruppen anhand von Herxheim, wo man das sehr schön machen kann, untersuchen wird. Wir haben uns natürlich gefragt, ja, wie war das jetzt? Also sind jetzt irgendwelche Töpferinnen und Töpfer aus dem böhmischen Elbtal nach Herxheim gepilgert und haben dort vor Ort dann ihre Keramik, so wie sie kennen, produziert? Oder haben die mitgebracht? Diese Frage stellten wir uns natürlich für alle anderen Stilgruppen auch. Und so hat Oliver Mecking vom Landesamt für Denkmalpflege in Thüringen, der in Weimar sehr viele solcher Rohmaterialuntersuchungen für Tongrundstoffe macht, sich dran gesetzt und hat für verschiedene unserer Gruppen, unter anderem eben Rhein-Main-Schraffur-Stil, Chaka und die im Pfälzer-Stil der jüngsten Bandkeramik verzierten Gefäße, hat er Proben vom Ton genommen und hat diesen genau auf seltene Erden und alle möglichen Stoffe untersucht. Und dabei stellte sich eben heraus, dass eindeutig hier zum Beispiel im Rhein-Main-Schraffur-Stil ganz sicher der Ton nicht aus der Gegend von Herxheim stammt, sondern von ganz woanders. Und dann würde ich einfach mal behaupten, der stammt dann auch daher, wo die Verzierungen dieses Stils herkommen. Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ob das wirklich Importe sind oder etwas anderes, weil es den einen oder anderen Bearbeiter, zum Beispiel des Elster-Sali-Stiles, gibt, der in Herxheim war, Dieter Kaufmann vor vielen Jahren, und völlig überzeugt war, dass das nicht genau seinen Elster-Sali-Gefäßen entspricht vom Stil her, sondern kleine Besonderheiten hat, die eben anders sind. Wir werden dazu einen Workshop mal veranstalten, aber zumindest
ist es schon deutlich, dass viel unserer Keramik nicht aus dem Umfeld, auch nicht dem 100 Kilometer Umfeld von Herxheim stammt, sondern offensichtlich woanders her. Nun haben wir natürlich nicht in ganz Europa geologische Untersuchungen an allen Tonlagerstätten gemacht, da wären wir die nächsten 50 Jahre beschäftigt, aber das wäre natürlich ein schönes Desiderat, das einmal zu untersuchen. Den Steingeräten, ich habe es vorhin schon gesagt, erging es kein bisschen anders als den Menschenknochen, auch sie wurden, und als der Keramik, auch sie wurden zerschlagen, und zwar wirklich massiv. Also versuchen Sie mal, einen Steinball wirklich so zuzurichten, da müssen Sie schon mit einer Steinkeule oder sowas kräftig drauf rumschlagen. Diese 12 Kilo wiegende Steinplatte wurde also in 8 verschiedene Teile zerschlagen, von denen wir 7 wiedergefunden haben. Nee, 6 haben wir wiedergefunden von 7 Teilen, so, und die waren tatsächlich alle in 4 verschiedenen Abschnitten des Grabens in verschiedenen Fundkonzentrationen. Also auch da eine Streuung über mehrere Ecken. Auch bei den Tierknochen haben wir Besonderheiten. Es gibt nämlich sehr viele Bukranien. Das ist dieser Fachausdruck für ein Stück des Schädels, an dem dann noch beide Hörner sitzen. Sie haben hier sein Beispiel, das passt also zusammen, das ist schlicht in der Mitte zerbrochen. Die sind also extra so präpariert worden, dass man beide Hörner hat. Wir haben auch eine ganze Reihe Eigikranien, das ist das gleiche für eine Ziege. Hier ein Beispiel davon. Und solche Bukranien und Eigikranien werden in aller Regel immer mit irgendetwas symbolischem, rituellem, ich erinnere dann an Michelsberg, zeitliche Erdwerke, bei denen also Geweihe eben auch mit Teilen des Schädels haufenweise in irgendwelchen Grabenköpfen liegen. Das ist eindeutig Knochenmaterial von Tieren mit einer ganz symbolträchtigen Bedeutung, die wir im Einzelnen natürlich nicht entziffern können. Und was wir noch haben, sind die allermeisten Hundeknochen, die es ansonsten zusammen aus allen weiteren bandkeramischen Siedlungen überhaupt gibt. Das sind fast 300 Hundeknochen, die zu mindestens 13 Individuen gehören. Und Rosemarie Arbogast und Luke Jansens, die diese Knochen untersucht haben, haben feststellen können, dass man diese Hunde wohl gevierteilt hat, also in 4 Teile zerlegt hat. Sie tragen Schnittspuren, aber nur an ganz bestimmten Teilen, und sie dann vermutlich auf einem Grill oder so geröstet hat. Die wurden also offensichtlich verspeist, was höchst ungewöhnlich ist, weil der Hund in der Zeit der Bandkeramiker schon längst ein Gefährte des Menschen ist und nicht mehr zu den Speisetieren zählt. Also auch hier eine sonderbare Behandlung, die wir so eigentlich nicht kennen. Auch Feuer spielt wohl eine ganz wichtige Rolle in diesen Handlungen hier in Herxheim, denn wir haben eine ganze Reihe Schädelkalotten, die übrigens auch auf den Bruchkanten Feuerspuren tragen. Das heißt also, das waren bereits Kalotten, als sie ins Feuer geraten sind. Hier müssen also Feuer gebrannt haben. Wir haben sehr viele Befunde, wo ganze Ascheschichten, Sie sehen es hier in einem Beispiel, vorhanden sind. Also ganz viel Brandreste, auch Ober- und Unterkiefer, wo mal nur die Schneidezähne, mal aber auch das gesamte Zahnmaterial völlig verbrannt ist, der Zahnschmelz abgeblättert. Sehr eindrucksvoll finde ich auch diese Keramik, das haben wir in mehreren Fällen, also bruchgenau aneinander passende Scherben, wo die eine hell orange ist, also sekundär nochmal oxidiert in einem offenen Feuer, während das die ursprüngliche Brandfarbe ist in einem sehr sauerstoffarmen Milieu, wo der Ton eben, das Eisen im Ton reduziert wurde und dadurch diese dunkle Färbung hervorruft. Die Schlussfolgerung, die wir daraus gezogen haben, also die Rituale oder was auch immer das hier war, fanden also wohl direkt in der Nähe dieser Gräben statt. Und der Graben oder die beiden Gräben sind offensichtlich ein Bestandteil dieses Rituals. Möglicherweise war bereits das Ausheben dieser Erdbefunde ein Teil eines größeren Gesamtgeschehens. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Also wir haben extrem zerstörte Skelette in riesiger Menge. Wir haben regelhaft zerschlagene Keramik, wir haben zerstörte Steingeräte, wir haben zerschlagene Mahlsteine, die übrigens zu großen Teilen erst ins Feuer gelegt wurden, damit sie mürbe wurden und dann zerschlagen wurden. Und wir haben diese symbolisch aufgeladenen Tierreste, besondere Behandlung der Hunde und Ähnliches. Und wir können ganz klar sagen, dass das immer wieder das Gleiche hier gemacht wurde. Ja, wir haben immer wieder die gleiche Behandlung der Menschen, der Keramik. Also alles wurde zerstört oder verändert, in einen anderen Aggregatzustand versetzt, wenn Sie so wollen. Und alle Reste wurden in großen Haufen, die auch mal kleiner sein konnten, die ganz unterschiedliche Zusammensetzungen haben, wo es überhaupt keine Regeln gibt. Das habe ich versucht herauszufinden über statistische Zählungen, was da miteinander in diesen Gräben gelandet ist, und es ist vollkommen klar, dass es da gar keine Regeln gibt, sondern dass das eher sehr willkürlich aussieht.
Auf jeden Fall ist aber das, was wir hier sehen, ganz sicher einem rituellen Geschehen, einem Ritual im weitesten Sinne, das wohl mehrfach abgehalten wurde, zuzuordnen. Daran ist wohl nicht zu zweifeln. Wir wollten natürlich auch gerne wissen, wer die Toten sind und nahmen zuerst an, das sind alles Wandkeramiker, ganz normale. Und wir wollten über Strontium-Untersuchungen an den Zähnen feststellen, ob sich vielleicht diese Leute, die dann, wie wir dachten, aus Böhmen gekommen sind und sich dann hier freiwillig oder wie auch immer oder auch als Sklaven oder sonst wie hier den Tode zu Tode gekommen sind, ob die sich vielleicht von den Bandkeramikern aus der Nähe von Herxheim oder so, was den Strontiumanteil im Löss angeht, unterscheiden. Der Strontiumanteil, der sich dann tatsächlich in verschiedenen Anordnungen in den Zähnen niederschlägt. Dieses Strontium nehmen Menschen und Tiere zu sich über das Wasser, also über Trinkwasser, Grundwasser. Die Pflanzen nehmen es auch. Wir essen die Pflanzen, wir essen die Tiere und wir trinken Wasser. Und damit lagert das Strontium bei uns an. Und es hat in den Zähnen den großen Vorteil, dass der Zahnschmelz das dichteste Gewebe ist, das der menschliche Körper überhaupt besitzt. Und was da einmal an Strontium reingelangt ist, kommt auch nie wieder raus. Während das in den Knochen immer wieder ausgetauscht ist, bin ich in einem strontiumreichen Boden, reichert sich viel Strontium im Knochen an, ziehe ich dann 20 Jahre in den Lössboden, wo weniger Strontium drin ist, dann wird das wieder sozusagen ausgetauscht durch Calcium in den Knochen. Das ist bei den Zähnen nicht so. Der Zahnschmelz vergisst nichts. Und wenn ich einmal da eine gewisse Menge abgelagert habe als Säugling, weil die Zähne, die Backenzähne, die wir messen, werden der allererste M1 im Säuglingsalter 0 bis 2 Jahre, der zweite dann in den Folgejahren und der dritte so zwischen 7 und 14 gebildet. Und was sich in diesem Zeitraum sich dort ablagert, das bleibt dann da. Dann hat unser Restaurator, der netterweise früher auch eine Ausbildung als Zahntechniker gemacht hat, mit Akribie und Vorsicht Zähne entnommen. Wir haben fast nur, das ist tatsächlich ein getürktes Foto, sehe ich hier, ist mir noch nie aufgefallen, wir haben nur Unterkiefer beprobt. Und zwar einfach deswegen, damit wir nicht aus Versehen einmal das gleiche Individuum zweimal beproben. Ja, weil der Oberkiefer kann ja auch zu dem gleichen Unterkiefer dann sein. Deswegen haben wir eigentlich nur die Unterkiefer beprobt. Aber macht sich gut das Foto, ich gebe es zu. Heraus kam etwas ganz, ganz Erstaunliches. Wir konnten über Tierzähne aus der Siedlung, also Schweinezähne und auch ein paar Wildtiere aus der Umgebung und den entlaubten Löss aus Herxheim selber, aus der Grabung, recht gut definieren, was das bioverfügbare Strontium in Herxheim selber ist. Das kann man heute sehr gut machen, gerade eben auch, wenn man Haustiere da hat, die natürlich sich nicht so wahnsinnig weit von der jeweiligen Siedlung bewegen. Und das ist dieser gelbe Bereich. Da sitzen praktisch dieses Strontiumwert haben die Leute, die wirklich in Herxheim oder um Herxheim aufgewachsen sind. Das sind hier nur ganz wenige von den fast 100 Menschen, die beprobt wurden. Das ist also eine willkürliche Stichprobe, die man sehr gut auch auf die Gesamtmenge hier hochrechnen darf. Das wird Ihnen jeder Mathematiker bestätigen. Von diesen 7 oder 8 Menschen, die tatsächlich in Herxheim gelebt haben, sind mindestens 5 tatsächlich ganze Skelette aus normalen Siedlungsgräbern. Und ich vermute, dass die einfach aus der frühen Phase von Herxheim stammen und mit diesem Ritual gar nichts zu tun hatten. Dann haben wir ein paar Leute, die ganz sicher nicht aus der Gegend von Herxheim kommen. Sie sehen, die haben nicht das bioverfügbare Strontium, sondern noch weniger. Die haben also auf Mergel oder Kalkböen gelebt. Aber der Großteil, und das war das Erstaunliche, stammt aus Mittelgebirgslagen. Und zwar haben wir so hohe Strontiumwerte, so ab hier, das ist wirklich schon höhere Lagen von Vogesen, vom Schwarzwald, vom Taunus, irgendetwas, wo Granit oder Gneis im Untergrund ist. Und das ist insofern total erstaunlich, weil wir die Wandkeramiker, wobei man dazu sagen muss, diese Kultur gilt mit Recht als eine der besterforschten der Vorgeschichte. Und wir kennen keine größeren wandkeramischen Ansiedlungen in Mittelgebirgen. Das sind Ackerbauern, die gehen in die Ebenen. Da haben die im Gebirge, gehen die vielleicht mal für Transhumanz, also sie treiben ihre Schweine da mal 3 Monate irgendwo im Wald herum oder ihre Kühe. Aber davon würden sie nicht als Säugling solche hohen Strontiumwerte kriegen. Sie dürfen nicht vergessen, auch wenn wir von Erwachsenen jetzt die Zähne beprobt haben, das sind alles Werte, die aus der frühesten Kindheit stammen. Das heißt, die waren als Säuglinge und als Kleinkinder in hohen Mittelgebirgslagen. Wir haben also mindestens 90%, die hier fremd sind, die nicht irgendwie hier in die Gegend gehören. Und man darf, wie gesagt, nicht vergessen, dass hier auch einige dabei sind, die ganz sicher gar nicht aus der Zeit des Rituals stammen. Das lässt sich über C14 leider nicht feststellen. Wir haben gerade um 5000 ein ziemliches Plateau in der C14-Kurve, was einfach heißt, da haben Sie 300 Jahre Zeit, die Leute irgendwo einzuordnen und können es nicht genau sagen. Das ist eine alte Kartierung der Besiedlung in Deutschland der Wandkeramik.
Und Sie können, obwohl die natürlich nicht mehr ganz aktuell ist, stimmt sie insofern, als dass man hier sehr schön sehen kann, wie die Gebirge ausgespart werden von der Wandkeramischen Besiedlung. Wir haben also immer wieder Einzelfunde in den Gebirgen, aber eben keine wirkliche Besiedlung. Gut, dann haben wir gesagt, wir untersuchen von den gleichen Zähnen, aus denen wir das Strontium genommen haben, aus der Zahnwurzel nehmen wir genetische Proben. Das haben wir natürlich nicht gemacht, sondern die Kollegen um Joachim Burger von der Universität Mainz, Paläogenetiker. Und da kam das erstaunliche Ergebnis heraus, dass wir da drüben, das sind jetzt Vergleichszähne, das sind die Mesolithiker, die eindeutig ja nichts mit den frühesten Ackerbauern zu tun haben. Diese Bauern sind eingewandert, das wissen wir heute ganz exakt über die Genetik. Und hier, das da oben, dieses Blasse, das sind moderne Vergleichsgruppen. Und hier unten sitzen die ganzen Wandkeramiker aus verschiedenen Gräberfeldern. Und diese kleinen grünen Punkte, die hier mittendrin sitzen, das sind unsere Toten aus Herxheim, die so irre hohe Gebirgsberge haben. Also genetisch gesehen, hätten wir nur Genetik gemacht, würde ich Ihnen jetzt die Geschichte vom großen Krieg am Ende der Wandkeramik erzählen, wo die Wandkeramiker sich dörferweise gegenseitig erschlagen, entfleischen, vielleicht sogar noch verspeisen, was weiß ich. Nur dadurch, dass wir auch von den gleichen Leuten das Strontium genommen haben, wissen wir, das sind keine normalen Wandkeramiker, weil der normale Wandkeramiker nicht im Gebirge lebt. Also hier nochmal heraus, auch für die hinteren Reihen gut zu sehen, diese grünen Punkte sind ganz typisch von der Genetik in der Wandkeramik zu verorten. Was haben wir jetzt eigentlich für Leute? Das Strontium sagt, die kommen aus dem Gebirge, das können ja eigentlich nur Jäger und Sammler oder sowas sein. Die Genetik sagt, nee, Jäger und Sammler haben völlig andere Genetik. Die haben genau die Genetik wie die typischen Wandkeramiker. Also sind mit denen auf jeden Fall irgendwie verwandt. Also was sind sie? Und wer sind sie und wo kommen sie her? Das ist die Frage. Es gibt dazu verschiedene Hypothesen, die ich mir im Laufe der Zeit so überlegt habe. Herauskristallisieren kann man da zwei, nämlich haben sich vielleicht schon, ich sag mal so, die wilden 68er der Wandkeramik, so junge Leute, die gesagt haben, also Bauer sein, das ist echt total anstrengend und wenn die Ernte schlecht ist, dann gibt es im nächsten Sommer nichts zu essen. Also da haben so die Leute, die wir da noch irgendwo sehen, da so die letzten Mesolithiker, denen geht es ja viel besser. Die jagen einfach ein bisschen Wild und dann haben sie eine Woche genug zu essen. Und wenn kein Wild mehr da ist, dann ziehen sie halt ein bisschen weiter. Und das ist alles nicht so anstrengend, wie die Felder mit der Hand zu bestellen. Es ist also möglich, dass bandkeramische Gruppen sich schon sehr früh abgespalten haben von der Masse der pioniermäßig weiter wandernden Ackerbauern und eben ein Leben gewählt haben, was mehr dem entspricht, was hier früher die Mesolithiker veranstaltet haben. Das kann sein, dass das während dieser Migrationsbewegung passierte. Es wäre auch möglich, dass das davor passiert wäre. Das sind auch, ich muss es nochmal betonen, wirklich nur zwei Hypothesen, weil es kann auch was ganz anderes sein, was wir einfach nicht wissen. Im Moment wissen wir nicht, wer die Toten von Herxheim sind tatsächlich. Und deswegen gibt es hier wieder ein schönes Fragezeichen. Ganz kurz nur noch zum Chronologischen, ich komme dann auch gleich zum Ende. Durch bayesische Modellierung hat Karin Riethammer recht gut eingrenzen können, dass diese Geschehnisse in Herxheim, diese Ritualgeschehen, so um 5050, 5030 passiert werden sein müssten. Und sie sind damit nicht ganz am Ende der Wandkeramik. Vergleichbar ist die Höhle von Kiefenhellern mit auch besonderen Bestattungen. Aber jünger sind die ist das Massengrab von Thalheim auf jeden Fall, wo es tatsächlich um eine kriegerische Auseinandersetzung offensichtlich ging, auch schöne Kieler Stätten, wo Leute wohl auch gefoltert wurden vor ihrem Tode. Die sind also wirklich ganz am Ende der Wandkeramik. Da gehört auch Schletz hin, wo es offensichtlich auch um kriegerische Handlungen gab. Aber Herxheim ist tatsächlich ein wenig früher. Bruno Belestin hat dann die These aufgestellt, von der er auch heute noch vollkommen überzeugt ist, dass das sich hier um rituellen Kannibalismus handelt. Also diese 1000 Leute wurden einfach aufgegessen von denjenigen, die Akteure dieser Ritualgeschichten waren. Er macht das fest an einer Reihe von statistischen Überlegungen, die auch andere Kannibalenforscher gerne heranziehen. Vor allen Dingen aber sind für ihn wichtig die Mittelhandknochen, die an beiden Seiten eigentlich fast immer ihre Knorpelenden verloren haben und so ein bisschen zermatscht sind. Er nennt das Marchement, für Französisch war einfach für zerkauen. Und er sagt, ja, das war dann so der Nachtisch. Nachdem die also das ganze Fleisch gegessen haben, haben die noch das Mark aus den Fingerknochen gesaugt. Und das wäre der absolute Beweis dafür, dass es hier um Kannibalismus geht. Das fand auch die Bild-Zeitung ganz klasse, nachdem wir das in einem Fachartikel in der Antiquity veröffentlicht haben. Und jetzt wissen wir es also alle, die Pfälzer waren Kannibalen und vor allen Dingen ist das ganz klasse. Sie aßen nämlich ihre Frauen und Kinder am Spieß. Diese These mit dem Spieß stammt übrigens auch von Bruno Belestin, der sagt, also ich habe in den beiden Depots, die ich genauer untersucht habe, in diesen Konzentrationen eine ganze Reihe Gebisse, wo nur die Frontzähne
vom Feuer betroffen sind. Und das liegt daran, dass die praktisch noch Fleisch drauf hatten und sich die Lippen dann zurückrollen durch die Hitze, während die Wangen, die die Backenzähne bedecken, also noch diese schützen und deswegen der Zahnschmelz da nicht kaputt gegangen ist. Nun haben wir übrigens aus der Altgrabung, aus dem Teil, den Silja Bauer bearbeitet hat, genau das Gegenteil, nämlich total verbrannte Zähne bis zum letzten Backenzahn. Also wenn das einer war, der am Spieß gebraten wurde, hatten sie hinterher nichts mehr zu essen. Das waren nämlich dann alles verbrannt bis Zähne. Also ganz schwierig. Es gibt aber auch eine andere Behandlung von Menschen, die im Ergebnis auf das Gleiche hinausläuft. Das haben amerikanische Kollegen sehr häufig bei den Anasazi und auch anderen indigenen Völkern dort gefunden. Sie nennen es Extreme Processing, also extreme Zerschlagung, extreme Zerlegung, wenn Sie so wollen. Und das dient in diesen indigenen Gemeinschaften. Natürlich ist da viel Gewalt damit verbunden. Völlig klar, zerschlagen Sie mal so ein ganzes Skelett, da haben Sie zu tun und brauchen ein hartes Gerät. Das hat eine bestimmte gesellschaftliche Bedeutung, es dient dem Gruppenzusammenhang. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Da gibt es mittlerweile viele schlaue Bücher auch drüber. Und es steht immer im Zusammenhang mit irgendwelchen Festivitäten. Die sind ganz wichtig. Im Rahmen dieser Festivitäten werden also menschliche Knochen von den eigenen Vorfahren oder auch den Feinden, die man im Krieg getötet hat, diesem Extreme Processing unterzogen, wobei, dazu gibt es auch Augenzeugenberichte, überhaupt nichts von irgendwelchem Fleisch gegessen wurde. In dem Fall wird das häufig den Hunden vorgeworfen oder so, aber die Menschen essen selber gar nicht, sondern da geht es wirklich um diesen Vorgang der Zerschlagung menschlicher Knochen. Das ist also durchaus möglich, dass wir es also gar nicht mit Kannibalismus zu tun haben. Es gibt auch einige Argumente, die wirklich gegen Kannibalismus aus meiner Sicht zumindest sprechen. Das wäre zum einen die riesige Anzahl an Toten. Warum die entscheidend ist, zeige ich Ihnen gleich noch. Die Lage und Art der Brandspuren, also so eine Schädelkalotte, die innen Brandspuren trägt und auf den Kanten, die kann natürlich kein ganzer Schädel gewesen sein, der ein Spieß gebraten wird, weil das muss schon eine Kalotte gewesen sein, als sie ins Feuer gelegt hat, also damit nichts zu tun. Das Gleiche gilt für die vollständig, Sie sehen es hier sehr schön, zerstörten Zähne eines gesamten Unterkiefers, das ist überhaupt kein Einzelfall, die haben wir sehr häufig. Und die Zerlegung in wirklich diese kleinen Fragmente spricht eigentlich auch gegen Markgewinn, gegen Markentnahme, für die Boulestin auch plädiert. Er sagt, die haben also da noch Marksuppe gekocht und Klößchen gemacht und ich weiß nicht was alles. Kann man einen ganzen Speiseplan davon erstellen. Tatsächlich ist aber so, dass wir ja aus dem Schlachtverhalten für Tiere durchaus wissen, wie die Knochen behandelt werden, wenn man das Mark entnehmen will. Da werden die Epiphysen abgeschlagen, also die Gelenkenden, dann zertrennt man einen Langknochen in der Mitte und kann ihn dann wunderschön spalten und das Mark herauskratzen. Wenn man das hier macht zur Markentnahme, dann muss man es wirklich alles kochen, weil das ist dann natürlich überhaupt nicht mehr da rauszuholen aus diesen kleinen Knochen. Und diese Kalottenherstellung hat natürlich nichts damit zu tun, dass man da drin das Hirn gebraten hat. Also das ist völlig unsinnig. Das könnte man im ganzen Schädel sehr viel besser machen und es dann durchs Foramen Magnum, also dieses Hinterhauptsloch, herausziehen. Das wurde ja auch erst gemacht, als die schon völlig entfleischt waren und keinerlei Weichteile mehr daran waren. Und das hat ganz sicher eine rituelle Bedeutung und hat nicht unbedingt was mit Kannibalismus zu tun. Wichtiges Argument finde ich auch, und ich habe mir die Mühe gemacht für meine Gesamtinterpretation der Anlage, die im zweiten Band von Herxheim zu finden ist, nach vielen, vielen Recherchen im Internet herauszufinden, wie viel Fleisch erbringt denn eigentlich ein erwachsener Mann? Das finden Sie, wenn Sie das als Frage stellen, bei Google so nicht die Antwort, weil sich darum normalerweise keiner kümmert. Das ist aber über medizinische Seiten durchaus im Durchschnitt herauszufinden, und ich komme da auf ganz erstaunliche Zahlen, die durchaus der Realität entsprechen, 100 Erwachsene. Ja, ich gehe mal gar nicht von den 1000 auf, die man bestimmt nicht alle auf einmal getötet hat. Das wäre ja auch ein ziemlicher Aufwand an Akteuren. Aber nehmen wir mal 100. Erbringen immerhin schon 3500 Kilogramm Fleisch, etwa 1500 Kilogramm Fett von Innereien und Knochenmark mal gar nicht zu sprechen. Das sind also unglaubliche Mengen. Zu dieser Zeit war nicht so viel Salz vorhanden, wie es in den schönen eisenzeitlichen Salzbergwerken abgebaut wurde, dass man das alles prima einpökeln konnte oder so. Das heißt, das musste auch relativ schnell verspeist werden. Also wer soll das eigentlich alles gegessen haben? Und dass man dann nach diesen Fleischmassen noch die Fingerknochen ausnutzt, halte ich einfach aus Erwägung des gesunden Menschenverstands für recht unwahrscheinlich, um nicht zu sagen völlig unwahrscheinlich. Da kommen wir aber jetzt doch ganz am Ende noch kurz zu den Festmählern, die eigentlich ja ein wichtiger Bestandteil von allen Ritualen und Zeremonien sind, die man so kennt. Selbst in der Kirche, in der Christlichen, ist es so, dass zu einem Fest, einem ganz wichtigen und auch zu anderen Gelegenheiten, ein Mahl dazu gehört, nämlich das Abendmahl, auch wenn da nicht viel verspeist wird. Aber immerhin, die Grundlage ist ein Essen gewesen, dieser ganzen Geschichte.
Wir haben einen Film gedreht mit National Geographic TV. Dafür haben sich unsere tatsächlich die Filmleute selber als Bandkeramik verkleidet, weil wir mussten da auch Interviews geben und durften natürlich dann nicht Bandkeramiker sein, weil hätten wir uns ja wieder erkannt. Das ist ja dann der Witz weg. Und diesen Film habe ich in Ausschnitt mal dazu genutzt, einfach mal eine Idee zu geben, wie das so gewesen sein könnte. Also von weit her kommen verschiedene Gruppen zu dem großen Ritual nach Herxheim. Die stapfen hier gerade durch ein Getreidefeld. Da hinten ist die Grabungsfläche. Das ist tatsächlich vor Ort gemacht worden. Und sie bringen zum Beispiel mit für dieses Ritual prunkvolle Gefäße. Ne? Die haben die hier schon in den Händen. Dann macht man sich also fein für das große Festmahl. Da muss natürlich alles mit. Wir haben wirklich nachts da Schweineknochen gekocht auf der Grabung. Schweinefüße, wie man hier sieht. Ne? Das war echt klasse. Wir haben bis Mitternacht gefilmt. Also das gehört alles dazu. Vorbereitung für ein großes Fest. Man muss natürlich auch Holz hacken. Man muss alle möglichen Sachen zerlegen mit Silex-Messern. Man braucht die ganzen Gefäße zum Kochen, zum Essen und so weiter. Und dann wird eben da gefeiert. Und dann hat man diese ganzen, wir gehen ja von einem Ritual aus, ja. Und jetzt hat man ein rituelles Festmahl und da ist natürlich alles, was da verwendet wird, rituell aufgeladen. Und um zu verhindern, dass das nochmal in profanen Dingen wie einem ganz normalen Herstellung von einem Mahl oder Mahlen von Getreide für die nächsten Fladen, dass das nochmal benutzt wird, zerstört man es. Das kennen wir aus anderen Zeiten auch. Ich denke da an verbogene Schwerter aus der Lateinzeit, die einfach geopfert werden und den Göttern ist das völlig egal, ob das Metall jetzt zerbogen ist oder so. Die wollen damit ja nicht kämpfen mit dem Schwert, sondern es ist eine Gabe an die Götter und damit es kein keltischer Krieger nochmal verwenden kann in profanen Kriegen oder so, wird es eben so zerbogen und zusammengefaltet, dass es nicht mehr benutzbar ist. Ich denke, das kann man sehr schön auch auf steinzeitliche Dinge übertragen. Und ein Höhepunkt dieser Rituale war dann natürlich die Tötung und anschließende Zurichtung dieser Menschen, die ich Ihnen ja nun in extenso vorhin ausgebreitet habe. Und es wurde eben alles zerschlagen, was in dem Ritual so seinen Platz hatte. Und dann wurde das Ganze als abschließende Aktion eben in den Gräben. Wir haben hier nur eine kleine Grube ausgehoben für den Film. Also der Graben war schon längst wieder zugeschüttet. Das war 2010 erst. Und da haben wir dann unser Ritual gefeiert und alles Mögliche da in die Gräben gelegt. Und so hat sich das ein dänischer Grafiker vorgestellt. Nach meinen Beschreibungen hat er also für ein dänisches Historienbladet auch eine Geschichte über Herxheim geschrieben und dazu kam diese schöne Grafik, die ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten wollte. Warum wurde das in Herxheim gemacht? Was war überhaupt der Sinn und Zweck einer Sache, die offensichtlich keinerlei Tradition in der frühen Bauernkultur der Bandkeramiker hat? Weil wir kennen bis heute keine Vergleiche. Ja, aus der übrigen folgenden Vorgeschichte gibt es tatsächlich in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt, keine Vergleiche bisher. Wir wissen auch nicht, wer die Toten sind. Das ist alles noch immer mit einem großen Fragezeichen versehen. Und damit bin ich auch am Ende. Kleiner Ausblick noch, es gibt dann noch mehr zu lesen, falls Sie die beiden Bücher von Herxheim schon hoffentlich verschlungen haben, ganz begeistert, die natürlich schon auch sehr fachorientiert sind, das ist vollkommen klar. Es wird einen dritten Band geben, den ich hier mal so hingebaut habe mit viel Keramik, den gibt es natürlich so noch gar nicht. Der wird die Keramik in aller epischen Breite dargestellt und eben auch untersucht, wie so die Verbindungen zwischen den Gruppen der jüngsten Bandkeramik im Modellvorstellung von sozialer Netzwerkanalyse sich vielleicht darbieten. Momentan in Arbeit ist gerade ein deutsches Buch. Ich habe mir überlegt, dass natürlich doch viele Leute keine Lust haben, massenweise Fachbücher auf Englisch zu lesen. Und ich höre auch im Museum immer wieder die Fragen von interessierten Laien, ja, gibt es denn da nichts Deutsches, was man auch mal ganz gut lesen kann? Und deswegen versuche ich den Spagat, ein Buch zu schreiben, was Sie abends, sage ich mal, im Bett lesen können und sich nicht langweilen. Und für die, die mehr wissen wollen, sind dann da so kleine Nümmerchen dran und hinten gibt es einen riesigen Anhang mit viel, viel Bibliografie, sodass man sich also auch fachlich über alles genau informieren kann. Ich spinne also auch keine wilden Geschichten, sondern das ist schon natürlich alles fachlich unterlegt, aber eben der Versuch gemacht, das mehr populärwissenschaftlich darzustellen, das ist in Arbeit und soll im nächsten Jahr fertig werden. Das ist nur ein Ausschnitt der Leute, die tatsächlich alle mitgewirkt haben. Das ist so der harte Kern, den Sie hier aufgelistet finden. Diese Kollegen und Kolleginnen haben mich alle unterstützt oder sind noch dabei, wie zum Beispiel aus Ihrem Haus Nicole Böhnke, die die Archäobotanik von Herxheim bearbeitet. Da sind wir schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Es fehlen auch noch die Knochengeräte, die Fabian Haag vorlegen wird und wie gesagt die Keramik. Und ob es dann noch einen weiteren Band gibt, muss man sehen. Die Forschungen sind dann noch nicht am Ende. Wir haben immer wieder Material, was wir auch in andere Forschungsprojekte abgeben, einfach weil es ja Sinn macht, dass möglichst viel in irgendwelchen Projekten bearbeitet wird. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre wirklich lange Geduld. Ich könnte noch 3 Stunden weiter erzählen, aber ich denke, jetzt reicht es auch wirklich. Vielen Dank.